Ein Duck, ein Pale Ale aus der Dose aus Norwegen, jetzt bei ProbierTV. Hey, hallo, servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von ProbierTV. Mein Name ist Martin und heute schließe ich, glaube ich, wieder einen weißen Fleck auf meiner Bierlandkarte. Zumindest was den Kanal angeht. Ich hatte, glaube ich, noch kein Bier aus Norwegen. Und das ändern wir heute. Danke an den Martin Gamon, der mir das Duck von der Aegir Bryggeri aus Norwegen mitgebracht hat. Das Ganze hat 4,0 Volumenprozent Alkohol. Malted Barley, es ist amerikanischer Hopfen drin, das konnte ich noch rausfinden, es ist ein Pale Ale und ja, mehr Informationen gibt es dann hier auch nicht auf der Dose. Es ist allerdings eine sehr spezielle Dose und ich habe die ehrlich gesagt schon häufiger gesehen, aber noch nie in den Händen gehalten. Die geht nämlich komplett auf, also man hat dann quasi eine große Öffnung und ich werde das jetzt mal probieren und hoffe, ihr könnt das dann so ein bisschen mitsehen. So, jetzt habe ich es erstmal hier auf der einen Seite aufgemacht. Hat einen riesen Schlag getan. So, und dann ist die Dose komplett auf. Und man kann, ich kann das jetzt nur nicht halten, sonst verschütte ich das Ganze. Also man kann jetzt hier oben komplett in die Dose reinschauen. Trotz alledem werde ich es mir, oder soll ich mal einen Schluck aus der Dose nehmen? Nein, mache ich nicht. Ich gieße mir das schön brav in ein Glas ein. Und ich gebe zu, das ist jetzt nicht die allereinfachste Art und Weise, wie man Dosen einschenken kann. Oder vielleicht lasse ich mir ein bisschen drin und nehme dann nachher noch einen Schluck aus der Dose. Also, wir haben eine schöne helle Bernsteinfarbe, leicht beigen Schaum, nicht ganz so feinporig, aber zwei Finger breit hier im Glas. Viel Kohlensäure sieht man da drin. Ja, es ist Orangenschale, es ist schön fruchtig, das Bier. Hat aber auch leicht malzige, brotige Noten. Bisschen Pfirsich vielleicht mit dabei. Oh, cheers! Das ist einer der spannenderen Antrunke. Es hat eine sehr kräftige Malznote, aber es wirkt unfassbar dünn. Ich weiß nicht, wie man das jetzt übereinander bringt. Es hat Orangenschale mit dabei. Es hat sogar so eine leichte harzige Note mit dabei. Aber das Bier wirkt unfassbar dünn. Und dünn und trocken kann man. Das ist. Bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Ich habe mir jetzt gedacht, ja, da kommt irgend so ein richtig schön amerikanisches, kräftiges Pale Ale daher. Wie gesagt, es hat einen sehr, sehr kräftig süßen Malzeindruck, aber es ist trotzdem unfassbar dünn. Es ist harzig, unfassbar dünn. Es ist trocken, ein bisschen Süße mit dabei. Sehr süffig natürlich, klar. Ganz schlanken Körper. Und es wird hinten raus. Wird es noch mal trockener. Es wird natürlich auch ein bisschen bitterer. Das Harzige verschwindet ein bisschen. Die Orangenschale, die bleibt. Die Süße bleibt auch. Es kommen so brotige Töne noch dazu. Vielleicht ein bisschen Zitrusfrucht. So eine leichte Säure kommt auf. Kann man machen. Ist ganz ehrlich gesagt nicht unbedingt mein favorisiertes Pale Ale. Das Duck von Aegir Bryggeri aus Norwegen. Trotz alledem gibt es von ProbierTV 3,5 Punkte für das Bier mit der großen Öffnung, das Duck. Das, wie heißt das? Citrus Pale Ale. Und jetzt versuche ich nochmal aus der Dose zu trinken. Einfach nur mal zu sehen, wie das ist. Vielleicht schneidet man sich doch die Schnute fürchterlich auf. Nee, also da bleibe ich doch lieber beim Glas. Und für mich bietet diese große Öffnung keinerlei Vorteile. Das Bier wird nicht deutlich besser dadurch. Also, wenn ihr andere Biere von Aegir Bryggeri kennt, die vielleicht nicht ganz so sind wie das Duck, dann schreibt mir bei YouTube, Facebook oder auch im Blog. Ich sage danke fürs Zuschauen, danke fürs Kanal abonnieren. Morgen sehen wir uns wieder beim nächsten Bier hier bei ProbierTV. Bis dann, tschüss, baba, servus und ahoi. Prost! Cheers!